Jo, und damit seid grüßt und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Chaos auf Deponia. Ja, okay. Ich lag gestern den ganzen Tag flach. Mir ging es ein bisschen schlecht, deshalb hoffe ich, dass ich heute nicht zu angeschlagen klinge. Also wenn meine Stimme vielleicht ein bisschen schwach klingt, wenn ich so ein bisschen heute, ja, dann liegt es daran. Ich hoffe, ich klinge nicht zu abgekackt. Hier waren wir schon beim Seher, hier waren wir schon beim Widerstand mit Grun, mit dem haben wir auch schon geredet. Ja, ich würde es mal versuchen, hier hochzugehen. Vielleicht kommen wir hier mal weiter. Oh, was? Sorry. Oh, Gönnern. Hefenberg. Können wir den anzünden? Ja, wir haben aber kein Feuer. Reifenberg. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Meine ich doch. Ein Kanister können wir noch. Zugegeben, es ist Schrott. Aber das heißt noch lange nicht, dass es auf den Müll gehört. Also nicht. Wir brauchen erst eine Fackel. Die Fackel haben wir. Dann wir brauchen Feuer. Shoot, Kai. Aufstiegsstation. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Gut, wir brauchen noch einen Eimer und ja, wir brauchen ein paar Gegenstände, womit wir Joel als Blitzableiter benutzen können. Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Ja. Wir brauchen Feuer und wir müssen die Sache reparieren. Den Schirmbaum noch irgendwo her. Ja, den Schirmbaum als nächstes. Deshalb braucht man Schuh. Wo kriegen wir einen Schuh her? Im Kutter? Ist hier irgendwo ein Schuh? Momentan sehe ich hier gerade nichts Schuhartiges. Schuh. Wir müssen dem Penner einen Schuh geben, damit er uns einen Schirm gibt. Hier müssen wir noch den Dulli öffnen und ihn da hineinlocken. Nach hinten. Mit der Banane ging das irgendwie. Tja. Die Banane, die wollten wir hier irgendwie hinlegen. Die Musik finde ich mal wieder herrlich. Habe ich doch schon mal gesagt. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Tja. Schlauch, vielleicht können wir den irgendwie. Die Idee war gut. Aber Lofos Arme waren zu kurz. Wer hat das gesagt? Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Und wenn doch, ist es eine gute Musik. Geradezu nach einem brillanten Manöver. Ich hoffe, man versteht mich, was ich sagen will. Musikende. Ja, können wir den Kanister im Weg legen? Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Was? Die Musik ist so spitze. Schlauch, irgendwie müssen wir doch den Schlauch hier befestigen. Nach vorne, Goodie. Ja, das
ist es lustig, aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Gespür für feine Unterhaltung. Das bringt nichts, Gold ist draußen. Hat da jemand einen Plan? Einen Plan? Janosch, hast du vielleicht einen Plan? Hey, Janosch! Ah, Krugus, tot dem Organon und so. An wen hast du die Torpedo-Ausrüstung noch gleich verkauft? An den Schobomat? Gerade noch rechtscheidig vor Laden. Ach stimmt, da müssen wir vielleicht zurück. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Du da. Viva la Revolution! Wir müssen vielleicht zurück nach Dingens. Zum Shop zurück. Raider. Das war ein Charakter aus. Sag schon, Minecraft Story Mode. Raider. Oha! Hier passiert doch was. Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Deine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie an? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis, und den habe ich Ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Auch noch ein Verräter. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Oha. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht, wir müssen vorsichtig sein. Okay, die Tür zur Stadt ist jetzt verschlossen. Die Stadt wurde vom Organon eingenommen. Den Stadtplan können wir jetzt nicht mehr. Oh wei. Das Tor können wir nicht mehr. Unser Vater ist jetzt mit den Fischen baden gegangen oder was? Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Zum Gadget-Shop. Probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Was? Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Großartig. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Sehr schön. Die Tür war fest verschlossen. Hallo, Angler. Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken, aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Na, dann reden wir mal mit ihm. Mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Die Fische verscheuchen. Das ist ein großes Problem. Du mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Bist du immer noch erzählen, dass du keine Angst vor Organon hast? Und dass du schon mit Schwarz angegriffen wird, stört dich gar nicht. Und du Angst hast, du Angst oder nicht weiter. Ja, das Wichtigste zuerst. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Da könnten wir einen von gebrauchen. Kannst du uns einen Stiefel fangen?
Ja, hier. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Stimmt. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ein Zertyp. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Ein sehr Zertyp. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Na los, angel weiter, du Feige. Erst wenn du verschwindest. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Tja, ach komm schon. Komm schon. Angel mir einen Stiefel. Vergiss es, ich bin Angler. Ich angle Fische. Jede Art von Fisch? Natürlich. Große, kleine. Schulfische. Ursenkeln. Vergiss es. Mist. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Wirklich nicht. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Ganz nicht genau. Auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ganz genau. Ich brauche einen. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe. War das eine Herausforderung? Haha, ich habe noch... Das werden wir ja, bevor ich... Ich warte. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. So ein Stiefel ist doch eine feine Sache. Nicht am Angelhaken. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa, da ring mich nicht? Ich hab... Warte. Nein. Ich hab... Das wär vor ich... Ich sag doch, niemand kann es mit... Na du? Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. So ein Stiefel ist doch nicht am... Ich verschwind... Bekring mich, ich hab mal... Warte. Nein, ich hab's bevor... Ich sag, ach, niemand kann... Ich glaube, wir müssen hier warten. Wir müssen hier reden. Dann müssen wir da stehen bleiben. Wir müssen eine Weile warten. Du ein Stiefel? Nicht am... Das klingt ganz nach einer... Ich verschwinde erst, wenn du... Spekulierst, bring mich nicht. Ich hab mal einen Zauber... War das eine Herausforderung? Nein, das war eine... Haha, da bist du an dem Falschen. Ich habe noch... Das werden wir ja, bevor ich die Geduld... So, jetzt bleiben wir hier mal einfach stehen. Versuchen wir mal. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da cool, raus. Cool, das hier funktioniert. Ist oh, Himmel. Es funktioniert. Ich muss einfach stehen und warten. Dumm, die dumm. Ich hab Zeit.
Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Ich kann warten.